So. Was ich gerne hätte. Ist hier vielleicht ein ähnliches Dach wie vorne? So, einfach damit wir noch eines haben. Weil eventuellerweise möchte ich die nutzen. Wenn wir das hier so machen, dann wird der Blick hier raus nicht großartig gestört. Das sieht in Ordnung aus. Einmal Strom. Na, alles klar. Kann hier trotzdem überall rausgucken. Ich habe den Trockner mit einer Fackel ersetzt und den Trockner nach unten gestellt. So. Hier mit dieser Schräge müssen wir dann gucken, wie wir es machen. Ha. Wie wär's? Wie wär's, wenn wir eventuellerweise da kriegen wir irgendwas dazwischen gequetscht? Wie wäre es, wenn wir eventuellerweise hier so einen kleinen, nicht unbedingt Wehrgang oder was machen? Aber eigentlich schon. So terrassenähnlich, wisst ihr? Das könnte doch eventuellerweise auf was aussehen. Ich glaube, für diese Ecke brauchst du einen ganzen Blumengarten. Ach was. Ach was. Bin semi-glücklich damit. Alternativ.
Alternativ ginge das Ganze auch. Sowieso alles rund und schepp und hast du nicht gesehen. Habe ich mir keinen Gefallen mitgetan, was das Dach hier angeht. Das Ganze so machen, das ist vielleicht... Oh, okay, bye. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Wenn wir mit den Schrägen hier vorne anfangen... Und dann gucken, wo wir da hinkommen. Eventuell. Das Dach wird eventuellerweise ein klein bisschen geflickt aussehen, aber hier vorne ist es sogar in Ordnung. Hier könnte... Hupsala, das war das Falsche. Da kann man sich eventuellerweise mit diesen hier helfen. Und diesen lustigen Dreiecken, ha? Die da fast hinpassen. Ah, ist dann da so ein kleines Loch im Dach, aber was soll's. Was soll's? So, gib mir dieses Dach und gib mir dieses Dach. Regnet es halt ein bisschen rein, egal. Genauso ist es, Bombi, genauso ist es. Macht es im Gewächshaus in der Wüste ja auch nicht anders, es regnet ja auch rein. Regen schadet nicht, das ist, ja. Das ist das natürliche Sonnenlicht, das genutzt wird. Geschlossene Dächer sind für Angst haben, Hasen. Du sagst es, Bobby, du sagst es. Geschlossene Dächer sind für Weicheier. Die eventuellerweise gerne so, dass die sich dann irgendwie oben treffen. Wie wir das hinkriegen, steht noch in den Sternen, aber vielleicht. Ganz eventuell. Vielleicht.
Guck mal, da ist jetzt zu. Zu ist schon mal gut. Hier glitscht nichts durch. Noch nicht, das ist auch gut. Ich habe das Holzdach aufgehoben. Genau das, da nicht die Wand. Zumindest wollte ich das Holzdach aufheben. Ich glaube, es hackt. Ich brauche eines davon und eines davon. Dankeschön. Da. So, Wand wieder gefixt. Hier brauche ich eventuellerweise dein. Na, komm schon. Schwarz, klar. Eine dieser Wände. Ich glaube, diese hier. Natürlich die andere. Natürlich die andere. Die andere. Davon. Keine Ahnung, 10 oder so. Ja, das schließt doch hier fast perfekt ab. Ja, wunderbar. Ich werde da oben nicht drauf laufen können, das weiß ich jetzt schon. Das schaut, glaube ich, ziemlich weit hier rein. Wobei es geht. Es geht. Stellen wir eine Statue davor, dann passt das. Oder ein großer Blumentopf, je nachdem. Und dann sollte das gehen.
Dass sie halt nicht gescheiter irgendwo snappen wollen. Diese da habe ich noch dabei. Diese da. Schade. Das wieder, danke. Das wird definitiv kein schönes Dach, ne? Sag das mit dem Weichei zu mir mit Platzangst. Weichei? Das wird kein, absolut kein schönes Dach. Kann ich euch jetzt schon direkt sagen? Habt ihr das doch aufgenommen? Warum auch immer der das nicht zurück in mein Inventar gepackt hatte? Kalt Schrägdach. Vielleicht kriegen wir das irgendwie so hingeschummelt. Dass das fast in Ordnung aussieht. Fast in Ordnung. Doppelt hält besser, habe ich gehört. Einfach so lange Dächer platzieren, bis es irgendwann in Ordnung aussieht. Ich habe gehört, so funktioniert das.
glaube, wir müssen das von draußen machen. Ah, falsche Richtung. Nee, da nicht lang. Naja, geht. Geht. Das erinnert mich an das Schloss von Gargamel aus den Schlümpfen. Meins ist schöner. Zur Not behaupten, es hätte wer mit dem Katapult draufgeschossen. Ja. Oh Gott, stimmt, auf die Schreckliche kann ich ja nicht draufsteigen. So, das sieht, glaube ich, noch am besten aus da. Das hat in die andere Richtung keine Stabilität. Das auch nicht. Das ginge. Das ginge. Haben wir hier noch so ein schönes klaffendes Loch. Hier haben wir ja auch noch. Damit ginge das in diese Richtung zumindest zu. Aber das ist eventuellerweise gar nicht so doof. Da war es eben da. Ich hoffe, das scheint da nicht zu weit rein hier. Es ist ein Flickendach. Das baut man heute so. Das ist moderne Architektur. Das könnte man auch testen. Man hier eine Ecke, aber die kriegt man bestimmt irgendwie zu mit sowas zum Beispiel. Hält
den Test bestanden. So, dann können wir hier eventuell... Vielleicht nicht unbedingt. Tricksen. Möglicherweise. Dreifachverdachung ist heute Standard, genau. Wer das nicht hat, sollte sich echt Gedanken machen. Dreifachverdachung ist heute absoluter Standard. Zu ganz. Bin ich nur semi-glücklich mit. Wenn wir das Ganze einfach so ein bisschen tiefer machen. Und dann hier einfach mit Flachdächern arbeiten. Dann könnte das eventuell funktionieren. Dazu muss ich wieder hoch. Aber das geht jetzt eventuellerweise einfacher. Ha. Weil ich jetzt hier hoch kann und muss nicht mehr sonst wo außen rum. Danke, endlich. Ich wollte gerade sagen, so langsam geht mir dieser Mahlstrom auf den Keks. So, hell in 3, 2, 1. 1,5. Jetzt. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1. Bitteschön. First try.
First try. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, das war first try. Ganz, sondern dahin. So, ist jetzt sogar fast abgeschlossen. Ich das dahin mache, ja, das scheint dann da hinten durch. Verdient. Absolut verdient. Zack! Ha! Es schließt sogar fast ab. Ganz fast. Hier ist so ein kleiner Streifen. Hier wird es reinregnen. Es wird hier sowieso reinregnen, weil das Dach Löcher hat, aber sonst... Ah, schade. Dann wird die Holzdinger nicht los. Ja, ist mir jetzt egal. Lassen wir die Holzdinger innen. So. Wo sind denn die? Da sind die. Zack. Genau, es ist hier oben sogar Platz für einen Blumengarten. Bobby, du sagst es. Kann man den Mist hier unten noch verstecken. Ist Platz für einen Blumengarten. Sieht zwar semi-gut aus, weil hier diese Holzdinger sind, aber ich finde die runden Türen finde ich besser. Als die anderen. Ja, ist eine wilde Konstruktion. Eine sehr wilde Konstruktion. Mit Löchern, aber da kann man vielleicht von innen noch irgendwas vorhängen oder sowas. Einen Blumentopf davor stellen oder was, keine Ahnung. Und dann passt das hoffentlich. Dann passt das hoffentlich. Ja, ne? Nicht schön, aber selten. Nicht schön, aber selten. Ich hab's mir halt auch nicht leicht gemacht mit der... mit dem Raum. Mit der Grundstruktur des Raumes. Aber das sieht okay aus. Das sieht an sich in Ordnung aus. Du kannst eine komplette Gärtnerei leeren, so viele Blumentöpfe, wie du verwenden willst. Oh ja. Sitzt, wackelt und hat Luft, du sagst es.
Du sagst es, Bobby. Fehlen auch ein paar Fundamente unten. Aber sonst ist das in Ordnung.